Ihr seid ja auch da. Klasse, dann kommt mal mit. Ich weiß, wo es lang geht. Das finde ich ja nett von euch, dass ihr auch Herrn Wachstig im Ozeaneum begrüßen wollt. Was? Ihr kennt Herrn Wachstig gar nicht? Aber er ist auch der dienstälteste Mitarbeiter des Meeresmuseums. Ihr kennt ihn wirklich nicht? Naja, aber wenn ihr schon mal da seid, dann müsst ihr ihm wenigstens guten Tag sagen. Hallo, Herr Wachstig. Na, schon ausgeschlafen? Da ist er. Was guckt ihr denn so komisch? Ja klar, Herr Wachstig ist ein Stör. Ein Wachstig-Stör. Was dachtet ihr denn? Und er hat einen anstrengenden Umzug hinter sich gebracht. Vom Meeresmuseum ins Ozeaneum. Weil er es hier viel bequemer hat. Mehr Platz und mehr Gesellschaft. Sie sehen ein wenig müde aus, Herr Wachstig. Kein Wunder, so ein Umzug ist bestimmt ein ganz schönes Abenteuer. Vor allem in Ihrem Alter, was? Darf ich verraten, wie alt Sie sind? Er ist nämlich unglaublich alt. Du hast deine Runden drüben im Meeresmuseum doch schon gedreht, als die ersten Menschen auf dem Mond spazieren gingen. 10 Jahre im Kreis bist du geschwommen. Nochmal 10 Jahre und nochmal 10 Jahre. 40 Jahre lang, bis sie dich geschnappt haben. Ab ins Tuch, ab ins Auto und ab ins neu gebaute Ozeaneum. Ups, ein Fisch im Fahrstuhl. Geht's dir auch gut? Ab ins neue Becken. Na, ob es ihm hier wohl gefällt? Also, herzlich willkommen. Hey, wie wär's mit einem kleinen Begrüßungsfest? Ich hab Ihnen doch etwas mitgebracht. 1, 2... Hey. Halt! Was machst du denn da? Na, Herrn Wachstig mit Brot und Salz willkommen heißen, wie es sich gehört. Stopp! Störe fressen kein Brot. Nicht? Na ja, dann freuen sich bestimmt die anderen darüber. Gibt das? Nein, nichts da. Och, du verdirbst die ganze Einzugsparty. Party? Es muss doch gefeiert werden, wenn jemand neu einzieht. Na, du bist mir vielleicht eine. Komm mit, dann bereiten wir den ein Festmahl zu. Oh, klasse! Pass auf, in dem Becken sind 2 Wachstig, 3 Beste, Aale, Meerforellen, Regenbogenforellen und Plattfische. Aber auf unseren Störopi sind wir besonders stolz. Pass auf, das sind die Zutaten fürs Festmahl. Das ist Kalmar, hier sind Muscheln, Garnelen und Garnelen mit Schale. Klingt ja wie in einem Nobelrestaurant. Und warum schneidest du das in so kleine Stücke? Nicht jeder Fisch hat so ein großes Maul wie du. Oh, was soll das heißen? Ich schneide das in mundgerechte Stücken für die Fische. Ui, was für ein Service. Willst du mal probieren? Nein, besser nicht. Na dann komm, dann gehen wir die Fische füttern. Au ja, klasse. Und hopp, los geht's. Du, sag mal, gibt es Störe eigentlich auch hier bei uns in unserer Ostsee? Nein, Störe gibt's nicht mehr in der Ostsee. Oh. Aber Naturschützer versuchen sie wieder anzusiedeln. Klasse. Hier im Ozeaneum zeigen wir die atlantischen Arten. Ach, wollen wir nicht noch ein Radio mitnehmen? Ein bisschen Musik für die Fische, damit die Party lustiger wird. Boah, klasse. Boah, die kommen ja richtig in Bewegung. Aber die fressen ja alles da oben weg. Die armen Störe hier unten, die kriegen gar nichts ab. So eine Gemeinheit. Was ist das denn?
Jetzt kriegen die hier unten ihr Futter. Das ist ja eine gute Idee. Klasse. Na los. Ran an den Speck, ihr Störe. Na, Herr Wachsdick, schmeckt's denn? Na, Jack, möchtest du auch ein Fest essen? Ich mag lieber Wackelpudding. Aber wenn ich jemals eine Umzugsparty mache, dann lade ich dich ein. Und euch auch. Aber das kann noch eine Weile dauern. Also tschüss erstmal. Au ja!